Ja, servus aus der Wirtebox hier im Hofbräuzelt. Ich sitze jetzt hier neben dem Ralle. Der Ralle, der hat mir vor, ich glaube, 8, 9 Jahren das Leben gerettet. Also der Ralle kommt nicht aus München. Nein, bin Badener. Genau, das hört man auch gleich. Aber der Ralle ist mein Knochenbrecher. Also ich sag's euch, ich bin vor 8 Jahren, kurz vor der Wiesn, hebe ich eine Kiste aus dem Auto raus und plötzlich mal in meinem Rücken und ich konnte nicht mehr. Da habe ich eine Freundin angerufen, die hat gesagt, gib mir 10 Minuten. Dann hat sie mich zu ihm geschickt und ich schwör's euch, ich bin so da rein und so wieder raus. Und ich habe gedacht, ich kann nicht beim Einzug mitfahren und was weiß ich. Also Ralle, ich habe dir mein Leben zu verdanken. Und wie lange hast denn du die Praxis jetzt schon in München? Ja, wir sind seit 2007 in Unterhaching mit der Praxis. Und München haben wir uns ausgesucht, weil es einfach die schönste Stadt ist in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn wir jetzt eine Basis machen, dann machen wir es in Minge. Und das Tollste ist, er ist der totale Wiesn-Fan, ich schwör's euch. Der sagt schon im Mai, oder sagt er, ich spür's Kribbeln schon wieder, gell? Ja, dank dir, du hast uns die Wiesn ja so nahe gebracht. Also durch dich haben wir auch die Möglichkeit, hier in der Wirtebox zu sein und einfach einen geilen Abend zu genießen. Das haben wir schon auch dir zu verdanken. Und deswegen hast du uns genießen. Meine Söhne sind ja auch schon die Wiesengänger schlechthin. Die sind die Nachfolger, aber ich liebe sie. Sie sind alle super drauf. Ralle, super schönen Abend noch. Wir machen nachher noch ein bisschen Party, ja, ein bisschen Glas halt trinken wir noch. Also, jetzt gehen wir noch ein Häusl weiter. Hier ist eine gute Stimmung, oder? Geht's euch gut, alle? Ja, siehst du, sehr gut. Überall gute Stimmung. Schau mal, hier flippen sie alle aus. Da schreien sie, da stehen sie auf dem Tisch. Es ist halt typisch mittlerer Samstag. Die Leute sind gut drauf. Sie sind happy und mir auch, weil wir haben nämlich die Halbzeit schon rum. Also eigentlich geht es jetzt schon wieder Richtung Ende zu. Aber hier habe ich jetzt noch einen netten Kollegen. Den muss ich jetzt noch ein bisschen was fragen, weil sonst ist es ja langweilig. Das ist der Stefan. Grüß dich. Servus, grüß dich. Mit wem bist du heute da? Ich bin mit ein paar Freunden aus Hamburg da. Die Preisen, gefällt es euch? Ja. Ja. Sehr gut. Also der Stefan, der hat nämlich auch eine HB-Gaststätte. Und zwar draußen in Buchenhain. Gell? Stimmt das? Wie heißt der Ort richtig? Eigentlich Buchenhain. Genau, also, Buchenhain. Der Brunn ist ein Ortsteil von Buchenhain und da komme ich her. Genau, da ist ein super schöner Biergarten. Und wir tun immer konkurrieren, weißt du? Ich meine, geht ja eigentlich nicht, weil wir sind in der Stadt und er ist ein bisschen draußen. Ja, aber so. Aber es ist immer lustig, da gibt es so einen Wettbewerb. Er gewinnt immer. Ich weiß nicht, was der macht. Der besticht seine Gäste. Nein, also mit bitte, Silja, also. Ja. Mit Bestechung hat das gar nichts zum Tor, weil Italien ist viel weiter draußen. Ja, also wir sind ja keine Sizilianer. Wir machen das ganz ehrlich. Ja, echt? Wir sind nicht schlecht, aber wir sind Nein, es ist ein, besser, ist ein ganz süßer Biergarten. Die haben auch immer so einen schönen Weihnachtsmarkt, also kann ich nur empfehlen. Wie oft warst du heuer schon auf der Wiesn? Also ich bin jetzt, sieht man glaube ich im Fernsehen, dass ich nicht rasiert bin. Ich war jetzt 5 Tage hintereinander, habe ich eigentlich keine Zeit zum Rasieren gehabt. Du bist immer noch schön. Silja, wann geht's? Jetzt wird er rot. Schon. Ja, also siebenmal. Den wievielten Tag haben wir heute? Achten. Achter nein, Tag, also oder? Ich finde, das ist eine ganz schöne Wiesn. Sehr, sehr schöne Wiesn. Vor allem, weil es regnet. Ich gönne euch den Erfolg auch. Ihr macht es auch richtig gut. Deine Familie, ihr macht es. Ihr wart ja oft schon bei mir in der Wirtschaft. Ich mag euch gern. Das sind wir gern. Wir sind auch keine Konkurrenten. Nein, überhaupt nicht. Wir sind Freunde. Genau, so ist es. Das wollen wir jetzt mal betonen. Und das Schlimmste ist, ich habe ihn kennengelernt und er war immer da. Und dann hat er immer gesagt, kennst du mich noch? Und ich so, ja. Ich wusste überhaupt nicht, wer er ist. Am Anfang hat es mich nicht kennengelernt. Jetzt kommt der Bauer von Bayern. Und nein, das stimmt gar nicht. Ich habe einfach nur das Gesicht nicht mehr vor Augen gehabt. Und dann sagt er, weißt du, wer ich bin? Dann sage ich, ja. Dann sagt er, wer denn? Und ich so, das war so peinlich. Aber dann habe ich mir sein Gesicht gemerkt. Das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Aber jetzt kennst du mich ein bisschen, gell? Ja, jetzt kenne ich dich. Aber erst noch nicht lang, gell? Nein. Ein Jahr, zwei Jahre ist das jetzt her. Aber da habe ich mir gedacht, hey, was muss ich noch alles machen, bis mich die irgendwann einmal kennt? Nein, das war so süß. Ja, das ist halt so gewesen. Ich hab, du hast mich immer so verwirrt. Ich bin ja nicht von der Stadt. So, jetzt muss ich aber noch eine Frage stellen. Eine einzige Frage. Eine Frage. Ja, genau. Stell dir vor, du hättest ein... Ich wäre eine Herzallmalerin. Was? Ich würde eine Herzallmalerin sein. Ja, genau. Und du dürftest jetzt ein Herz beschriften, mit egal was draufstehen. Ja. Was würdest du draufschreiben und wem würdest du das schenken? Naja, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, aber das muss ich meiner Frau schenken, mit der ich schon seit 30 Jahren benannt bin und wir sind aber noch nicht verheiratet. Da würde ich draufschreiben, das ist für die Irina die beste Frau der Welt, weil die mir die Stange hält zu jeder Tageszeit. Und
Super süß. Dass der mich nicht falsch versteht. Soll ich ihr das jetzt gleich erzählen, weil die sitzt nämlich da hinten und die freut sich bestimmt. Aber das ist einfach eine super Frau. Und da zeigt sich halt, man muss ja nicht unbedingt verheiratet sein, dass man ein super Team ist. Und Nein. Das ist eigentlich die Chefin in Buchenhain. Aber also, sie macht das super und sie ist total lieb. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Wie oft sehen wir uns jetzt noch? Ja, ich komme morgen wieder. Also morgen muss ich mich rasieren. Achso, ja, aber danach kommst du, oder? Ich komme wieder, ja. Und jetzt kriegst du noch von mir ein kleines Herz, weil vielen Dank für dein Interview. Das ist sehr nett von dir. Und wir geben jetzt wieder zur Stimmung, zum Stampfel ins Ambros-Schützenzelt, der mit den Italienern da unterwegs ist.